Angeklagten werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Er soll in 18 Fällen Gefangene in einem Militärkrankenhaus und auch in einem Gefängnis des Geheimdienstes gefoltert haben und ihnen schwere körperliche und geistige Schäden zugefügt haben. In einem Fall soll er einem Gefangenen eine zur Tötung führende Injektion verabreicht haben. In zwei Fällen soll er auch die Fortpflanzungsfähigkeit von Männern versucht haben zu beeinträchtigen.